Ich hoffe für Schalke, dass André Breitenreiter, dass er die Mannschaft in den Griff bekommt. Man hat so das Gefühl, als wenn zu viele Strömungen aufeinander prallen. Ich denke, man sollte den Egoismus jetzt als Spieler gedacht einfach hinten anstellen und jetzt mit Breitenreiter einen Neuanfang zu machen, dass der Club auch endlich einmal zur Ruhe kommt. Thomas Tuchel wird die Ära vom Jürgen Klopp fortsetzen. Ob er es ähnlich erfolgreich gestalten kann, das wird man sehen. Aber er wird in der neuen Saison mit der Mannschaft sicherlich mit oben dabei sein. Dass der Markus Weinzierl, dass er auch die Möglichkeiten haben, mal nach weiter oben zu greifen. Ich denke, das haben ja auch alle anderen oder viele andere vor. Ob das Jürgen Klopp war, der hat auch mal ein bisschen kleiner angefangen. Oder Thomas Tuchel, der hat auch ein bisschen kleiner angefangen. Und jetzt sind sie alle bei Spitzenclubs. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Markus auch diesen Weg gehen wird. Ich würde die türkische Liga also schon, sagen wir mal, stärker bewerten als vielleicht manch anderer. Also ich kann mir vorstellen, dass er sich sehr wohlfühlt, der Lukas. Und er wird ja noch das, was er kann, er wird auf diesem Niveau, wird er sicherlich noch ein, zwei Jahre spielen. Ich denke, sie haben halt einfach einen rabenschwarzen Tag gehabt. Das ist vielleicht vergleichbar mit Brasilien, Deutschland da, 7:1 bei der Weltmeisterschaft. Da waren die Brasilianer auch unterirdisch gespielt und das hat die deutsche Mannschaft diesmal auch fertig gebracht. Und sie haben ja auch nicht nur verloren, sondern auch in dieser Höhe verdient verloren. Also die Portugiesen waren ja mit Abstand die bessere Mannschaft. Ich denke, wenn man zu Beginn des Turniers gesagt hätte, ja, man will natürlich den Titel, aber wer will das nicht? Das sind alle 24, die dort einnehmen wollen, Weltmeister werden. Aber wenn man dann mit einem vierten Platz zufrieden sein soll, ich denke, das hätte man von Anfang an akzeptiert.